Wo Licht ist, ist auch Schatten. Das sind die schlechtesten Mixrooms, die mir 2023 untergekommen sind. Eigentlich bin ich ja kein Fan davon mit diesen Bewertungen, aber ich wurde gebeten und deshalb mache ich's. Der Old Pascas Negro Dark Rum. Ganz ehrlich, kaum Geschmack, ganz dünn und deshalb verdient er dritter Platz. Auf Platz 2, Ron Perla Norte, der Carta Blanca. Tut so, als wäre es ein Kubaner, aber geschmacklich keine Chance. Und auf Platz 1, den hat er sich irgendwie schon verdient, der Arehukas Carta Blanca Rum. Dünn wie Wodka, ich schmecke kaum etwas heraus, liefert einfach nur den Alkohol. Wie sieht deine Liste für 2023 aus? Live-Tastings bei dir im Wohnzimmer. Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Berlin. WhatsApp mich einfach an.